Liebe Freunde, ihr habt ja zuletzt wahrscheinlich unseren grandiosen Fake-Trailer gesehen. Wir haben noch einen gemacht und wollten da natürlich auch wieder wissen, wie reagieren die Leute darauf, und haben ein weiteres Mal Sebastian von Bullshit TV auf die Leute losgehetzt, um zu sehen, wie unser Trailer ankommt. Und da sind wir auch schon. Hier ist Silas von Bullshit TV, heute zu Gast bei Shortcuts. Und heute geht es um eine Internetlegende, den Download King persönlich, Kim Schmitz, aka Kim.com. Auch hierzu wurde ein sehr geiler Trailer produziert und wir sind gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Let's go! Sagt dir der Name Kim.com etwas? Nein. Kim Schmitz? Nee. Nein. Nein. Nee. Von der Seite Mega Upload? Oder jetzt neuerdings Mega? Nee. Kim Schmitz. Kim Schmitz vielleicht? Sagt dir das was? Nein, auch nicht. Also der Nachname Schmitz sagt mir was, aber halt von Ralf Schmitz. Die Internetseite Mega Upload oder Mega? Sagt die euch was? Ja. Und doch, da habe ich schon mal von gehört. Kim Schmitz ist der Entwickler oder Gründer dieser Seite. Ja. Und ja, sein Leben, seine Story wird jetzt verfilmt. Und dazu wollen wir dir gerne den Trailer zeigen. Schauen wir doch mal kurz rein. Tja. Hat irgendwie so ein bisschen was typisch amerikanische Teenie-Filme. Der wurde immer gemobbt, weil er so fett war, kann man so sagen. Oh. Also der wurde immer gemobbt, da hat er sich für Internet interessiert und seine eigene Seite aufgemacht. Geile Karren. Anscheinend immer noch nicht abgenommen. Nee. Ich bin auch so reich, jetzt heirate ich dich. Hast du gehört? Ja, erster Eindruck vom Trailer? Ja, doch, sieht interessant aus, also zumindest von der Geschichte her. Die Weiber könnten weniger anhaben oder so. Schöner Film. Erstmal wurde er gemobbt und so, dann gehörte er zu den Reichen. Sieht gut aus. Also, ja, macht Lust auf mehr. Macht Lust auf mehr? Ja, die wurde interessant gemacht durch die Weiber, die da tanzen, durch die Karren und so. Weiber und Karren, Erfolgsrezept für den Film. Genau. Es geht ja da insbesondere um illegale Downloads. Hast du damit schon Erfahrungen gemacht? Ja, man hört ja immer so aus dem Internet, größtenteils man, dass man, ja. Was haltet ihr generell von illegalen Downloads? Eigentlich nicht so gut. Also ich mach's nicht, ich hab dazu viel Angst, wenn dann er oder andere. Das darf man doch gar nicht sagen, oder? Ah, willst du dich jetzt hier bedeckt halten, also? Ja. Also du siehst schon, dass er schuldig ist? Ja, ich sehe schon, dass er schuldig ist, ja. Du eher nicht? Ich bin dagegen. Kim Schmidt, du bist ein Held. Kim, ich drück dir die Daumen, siehst du die Faust hier? Gerade bei dem Film würde es dann Sinn machen, sich den illegal downzuloaden. Wärst du da ein Befürworter? Verdient er denn an dem Film was? Ich gehe mal davon aus, ja. Okay, ja, dann könnte man da eigentlich nichts gegen sagen. Wird euch denn jetzt schon ein bisschen klarer, worum es in dem Film geht? Dadurch konnte man noch sehen, also wie im alltäglichen Leben, dass eigentlich jeder schaffen kann, was er will und dass er reich wird. Mit illegalen Downloads? Ja, es war nicht der beste Weg, aber immerhin. Ich habe auch bei Mega Upload runtergeladen, war eine gute Seite auf jeden Fall. Tut mir leid, dass sie gesperrt wurde. Pech gehabt. Man kann nicht immer Glück im Leben haben, ne? Kim, hast du gehört? Ne, weißt du Bescheid. Wie fandst du optisch? Hat er dich angesprochen, der Kim Schmitz, oder? Ja, mit dem Trailer war er ja schon wirklich dick und so und ja, nicht so der angesagte Typ. Ja, ich glaube, das passt so ein bisschen so zum Klischee-Informatiker so ein bisschen. Also, ja. Also, dicker Computer-Nerd. Ja, im Prinzip schon, genau. Okay. Also jetzt nicht gerade der Frauenheld, aber man hat ja trotzdem viele Mädchen gesehen, aber das war eigentlich nur zu 99% wegen dem ganzen Geld und wegen den Autos und so. Kein optischer Leckerbissen. Nee, nicht wirklich. Hallo Kim Schmitz, also ich würde auf jeden Fall zum Friseur gehen. Vielleicht suchst du dir ein paar Freunde, treibst mal ein bisschen Sport und ansonsten würdest du vielleicht eine neue Frisur tun. Hättest du dir vorstellen können, dass Jürgen Vogel die Seite Mega Upload spielt in dem Film? Der kann halt gut auch schon mal irgendwie was Böses spielen oder irgendwie sowas und ich glaube, das hätte er dann schon gut hingekriegt. Wäre eine gute Rolle gewesen für den, diese Seite. Ich denke schon, ja. Habt ihr vielleicht Vorschläge, was für Schauspieler da noch in Frage gekommen wären? Ja, also ich mag Dwayne The Rock Johnson, also, aber der passt da glaube ich nicht so rein. Ja, sehe ich genauso. Hat er schon mal so eine Website gespielt oder wäre das auch so die erste Rolle dieser Art für ihn? Nee, ich denke, das wäre die erste Rolle dieser Art. Ja.
Er wurde ja unter anderem auch angeklagt, weil er in ganz großem Stil sein WLAN-Passwort geändert hat. Wie viele Jahre, glaubst du, wird er allein dafür bekommen? Viele, ich weiß nicht genau, ich bin schlecht in... Was hast du? 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Ist angemessen für so ein Verbrechen, oder? Ja. Keine Ahnung, ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Ach, vielleicht eine Geldstrafe oder sowas, wenn man jetzt irgendwie ganz korrekt sein will. Ja, Geld hat er ja genug, ne? Ja. Ja, Kim, hast du gehört? Ich würde sagen, wenn der Film rauskommt, gehen wir alle rein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, muss nicht sein, aber ja. Wenn sie dabei ist? Also wenn sie zahlt.